Hey Leute, was geht? Heute behandeln wir das Thema, wie viel ihr braucht ungefähr, um bei Amazon FBA zu starten. Dafür habe ich aufgelistet die Kosten, die auf euch zukommen. Und hier werde ich einiges dazu in diesem Video erklären, denn es ist sehr wichtig, die Kosten im Überblick generell zu haben. Fangen wir mal direkt an. Da sind die Kosten, die ich ungefähr angefangen habe mit meinem ersten Produkt. Und zwar habe ich einfach aufgelistet, was mich das Produkt im Endverkauf, wofür ich im Endverkauf dafür verlangt habe, beziehungsweise die Stückkosten, Amazon-Gebühr, Fulfillment etc. habe ich hier unter anderem aufgeführt. Fangen wir direkt mal an. Also ich hatte 300 Stück bestellt von dem Produkt. Und zwar eins für 1,80 Euro. Wenn man das jetzt hochrechnet, 1,80 Euro mal 300, kommt man auf die 540, wie ihr hier seht. Dann dazu müsste man sagen, also das Logo musste jedes Mal auf das Produkt aufgedruckt werden und das kostet mich pro Stück 10 Cent, kommt man auf eine Summe von 30 Euro für die 300 Stück. Und dann hier Label, das gleiche, also Label ist, fragen sich bestimmt einige, was ist denn Label? Label ist von Amazon ihr bestimmtes Barcode und das muss auf jedes Produkt drauf sein. Und da könnt ihr nicht einfach eine IAN-Nummer und dann einfach darauf kleben. Das ist ein Problem. Den Fehler hatte ich am Anfang gemacht. Dazu komme ich noch später. Aber ihr müsst halt wenn ihr schon im Seller Central drin seid, das ist die Verkaufsplattform von Amazon, wo die alle Verkäufer halt drüber verkaufen. Dort müsst ihr euch eine ASIN-Nummer ausdrucken lassen und das von einem Hersteller schicken. Und er bedruckt das auf eurem Produkt. Das ist im Endeffekt für euch billiger, als wenn ihr das Amazon machen lässt. Dazu werde ich noch, wie gesagt, später dazu kommen. Und dieses Label kostete mich auch 10 Cent pro Stück. Macht nochmal 30 Euro. Für den Versand hatte ich 250 bezahlt, Door-to-Door. Das heißt, das Produkt wurde direkt vom Hersteller zu mir, direkt vor der Tür geliefert. Das nennt man dort zu Door. Da bin ich bei pro Stück Kosten bei 83 Cent. PayPal-Gebühren für die ganze Transaktion, für die ganze Abwicklung kostete mich 42 Euro. Das macht 14 Cent pro Stück. Da komme ich auf die Gesamtkosten von 892 Euro. Und 50 Cent und das sind dann 2,97 Euro insgesamt. Also 2,97 Euro kostet mich das Produkt mit der Herstellung, mit Verpackung, mit Versand schon mit drauf bis zu meiner Haustür. Da könnt ihr oben sehen, Stückpreis kostet mich also das Produkt 2,97 Euro. Davon gehen Amazon-Gebühren 5,70 Euro bei meinem Produkt. Das ist einfach so aufgelistet bei Amazon. Jedes Produkt ist in seiner Nische eingeteilt. Und jede Nische oder jede Kategorie, besser gesagt, erhält von Amazon einen gewissen prozentualen Anteil bzw. Prozentsatz. Denn die Leute bzw. die sich für ein Produkt entscheiden, gucken einfach, okay, das ist unter Beauty oder unter Drogerie oder Haustier und die müssen x Prozent zahlen, sagen wir mal 7% oder 15% zahlen. Das sind hier bei mir die 5,70 Euro. Für Filmengebühren, da sind Pick und Pack, das ist die Gebühr für Amazon, die Amazon euch berechnet für deren Mitarbeiter, wenn sie das Produkt aus dem Lager, Lager entnehmen und verpacken und schicken. Das sind die 3,40 Euro. Das nennt sich deswegen auch Fulfilled bei Amazon FBA.
Labeling sind die Kosten, worauf ich vorhin darauf hingewiesen habe, denn hier hatte ich den Fehler gemacht. Ich hatte einfach meine IAN-Nummer direkt auf das Produkt drauf drucken lassen und das ist halt ein Fehler. Und da musste ich bei Amazon jedes Mal, wo ein Kunde mein Produkt gekauft hatte, musste ich an Amazon 20 Cent zahlen. Das ist ärgerlich, denn diesen Fehler kann man von vornherein vermeiden. Deswegen an euch, einfach zusehen, dass ihr darauf achtet. Und ja, wie gesagt, wenn da noch Fragen sind, könnt ihr mich gerne noch kontaktieren. Und mehr werde ich noch in dem Kurs noch behandeln. Lagerung mit 40 Cent schlägt das Ziel zu Buche, denn bei Amazon kommen 40 Cent Lagerung, wenn sich das Produkt in den ersten 6 Monaten gelagert wird. Wenn das über die 6 Monate geht, kommt Long Storage Fee, nennt sich das. Und zwar, das sind die Gebühren, die halt noch erheblich teurer werden, wenn sich ein Produkt noch länger als 6 Monate bei Amazon sieht. Ich finde deswegen der Vorteil, wenn ihr ein Produkt habt, was nicht so lange bei Amazon im Lager rum steht oder liegt, somit seid ihr besser dran, als wenn das Produkt auf diesen Long Storage Fee draufkommt und dann zahlt ihr erheblich viel mehr. Wenn ihr dann die Kosten hier alle zusammenrechnet, also die 2,97 € plus 5,70 € plus 3,40 € plus 20 Cent plus 40 Cent, kommt ihr auf eine Summe von 12,97 €. Das sind die Gesamtkosten für mich, die entstehen mit Amazon Anteil 15%, Pickle Pack, Labeling, die ich das damals leider von Amazon machen müsste. Und Lagerung, da komme ich auf 12,97 €. Und wenn man die 28,95 € minus die 12,97 € abzieht, dann lande ich bei 16,28 € Reingewinn und somit bin ich über mein Ziel oder über meine Strategie von 10 € plus pro Produkt. Und 16,28 € sind sehr gut. Also damit kann man immer weiter andere Produkte launchen. Ja, so viel dazu. Jetzt habt ihr ungefähr eine Ahnung, was ich damals mit meinem Produkt verdient habe, beziehungsweise das hatte ich schon in dem letzten Video auch schon preisgegeben. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr nochmal die anderen Videos abchecken. Und ja, also ca. 900 € habe ich daraus an die Hersteller bezahlt und hatte dann innerhalb von 20 Tagen über 2.500 € gemacht. Dazu, wie gesagt, hatte ich in den letzten Videos auch schon was dazu gesagt. Schaut euch das einfach mal an und abonniert das Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.